Hallo, liebe Tiefsee-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von We Are Football. Endspurt in der dritten Liga, 36. Spieltag. Wir haben noch 3 Spiele vor uns und wir müssen unbedingt die Klasse halten. Das ist das Ziel. Was? Nee, dann nehmen wir nicht den Wikimann, sondern jemand anderes. Ganz einfach. Nehmen wir doch mal den Wittmann. So schaut's aus. Genau. So. Ja, momentan wieder ein kleines Tief, das wir haben. Gut, wir haben auch einige Verletzte. So ist nicht. Aber da müssen jetzt die anderen dran. Fanclub, dann nehmen wir, wen nehmen wir denn da? Den da? Ne, den Jenny nehmen wir. Genau. So, dann machen wir hier wieder Erholung. Gymnastik. So, und da hier machen wir gegen Hertha BSC, Tabellenfünfter. Das wird wieder lustig. Ich will Technik üben. Pressing, genau. Dann machen wir hier Schweiben. Die Abseitsfalle können wir auch mal üben. Da ist die Abseitsfalle. Da oben. Okay. Gut, weiter geht's. Ein Sieg wäre noch gut. Dann können wir uns da stabilisieren da hinten. Pünktchen wäre auch schon zufrieden hier. So, jetzt geht's weiter. Müssen wir eigentlich doch durchaus dann einen Punkt gewinnen können gegen die. Kann ja nicht so schwer sein, oder? Die Frage ist, ob wir unbedingt mit 5 Leuten hinten spielen müssen. Ich würde gerne mal was probieren, ne? Zum Beispiel sowas. Hakenberg zurück. Lange muss auch wieder rein. Hilft nix. So, defensiv auf jeden Fall. Ne, den Gold nicht. Da, den da, dann den Jakov rein. So. Ja? Zum Beispiel. Warum nicht? Warum nicht? Können wir auch mal ein bisschen über die Flügel fliegen wieder. Auch mal periodisch. Mal so würde ich sagen. Wir haben nichts zu verlieren, Kinders. Nichts zu verlieren. Machen wir das so, genau. Wo ist das? Wir haben nichts zu verlieren. Da. Machen eins auf Wut. Miserablen Vorstellungen erwarte ich eine Reaktion. Genau, das machen wir.
Es wird sehr schwer werden. Ich weiß. Ah, oh, Simon Kala, klasse! Komisch weiß es, seitdem der Mann weg ist, spielt der Simon Kala irgendwie besser. Sehr interessant. Ist auch weniger verletzt. Nein! Ah! Mann! Leute! Okay, ja, es ist nicht so schlecht. Könnte besser sein. Ist immer Kala loben. Und den Lange. Unentschieden. Bitte, bitte, bitte. Oh. Der Nachschuss. Nächste Ecke, wieder Simon Kala. Haut! Tor! Unentschieden! Durchatmen! So, jetzt müssen wir mal schauen. Simon Kala spielt schon gut. Was soll ich da jetzt rausnehmen? Freunde, wen soll ich rausnehmen? Ah, rechts das Mittelfeld vielleicht mal ein. Hier, kurzen. Ja, wir nehmen den kurzen rein. Der einzige jetzt so spontan. Mann, ist das spannend. Out. Bachmann! Bachmann trifft! Oh, Wahnsinn! Rödinghausen wieder im Angriff. Ja, komm, was macht er jetzt? Eieiei. So. Wir wechseln wieder. Nehmen wir den Zapata da rein. Aus, aus, aus! Gegen den Tabellenfünften gewinnen wir. Aber wie? Wahnsinn. Junge, 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 was für ein Spiel. Boah, der war wichtig, der Sieg. So, 6 Punkte Vorsprung. Mann, Mann, Mann. Minus 16 haben wir Torverhältnis. Okay. Weiter Kreativität spielen oder trainieren. Ist bald fertig hier. Mann, Mann, Mann. Irgendwie sind wir jetzt. Vorletztes Spiel. Wenn ich mich nicht irre. In Lübeck. Oh Gott. Wir sind auch vorne mit dabei. Fertig. Eine Stufe nach oben. Okay. Ja, gegen Lübeck. Na super. Was spielen wir denn? Wir trainieren mal Flügelspiel, würde ich sagen. Und wir bleiben so.
persönliches, Weiterbildung. Hierhin, genau. So, Medizin. Ja, wir können jemanden besuchen hier, die Mause. Okay. Fanclub besuchen, ja, machen wir. Aktive Erholung. Gymnastik, da machen wir bitte 11 Meter. Außen, außen, da machen wir hier bitte Passspiel. Da machen wir hier Kopfball. Passspiel, genau. Okay, nee, passt. Weiter geht's. So, Wittmann ist durch. Sehr gut. Der soll als nächstes, was soll er trainieren? Tja. Das ist echt schwierig jetzt. Ballgewinne. Gute Besserung, weiter geht's. So, jetzt schauen wir mal. VfB Lübeck. Vorletzter Spieltag. Es geht um alles. So. Ja, wir bleiben so, oder? Was macht der Gegner? Ich spiele mit einer Fünferkette. Ja, das probieren wir mal. Wir bleiben so, ja genau. Haut passt. Ja. Das ist okay. Ja. Wir bleiben so. Der einzige ist der Hall Grimson. Was? Hall Grimson. Der ist ein bisschen schwach auf der Brust. Aber der muss jetzt durch. Ich würde gerne nochmal den da mit dabei haben. Ibrahim ist wieder einigermaßen dabei. Ja. Okay. Ballbesitz Fußball, ja. Wie das letzte Mal auch. Genau so machen wir das. Manndeckung. So, wichtiges Spiel. Da nehmen wir unangenehm und haben nichts zu verlieren. Genau. So sieht's aus. Los geht's. Warum ist das Stadion nicht ausverkauft? Sehr schwach, liebe Zuschauer. Ach man! Haut.
Ach man. Sind wir gerade da? Ey. Nun. Ah, ist das bitter. Wir müssen weitermachen, hilft nichts. Wir spielen nicht schlecht, Kinders. Auf geht's. Oh. Dropkick von Bachmann. Ein bisschen offensiver spielen, Kinders. Ein Tor noch, ein Tor, komm, unentschieden ist wichtig. Bachmann trifft! Langsam. Ruhig, ruhig, ruhig. So. Auswechslung, mal gucken. Durchatmen. Der kommt raus. Dann nehmen wir rein den... Ja, Zapata, nehmen wir auch noch mit rein. Und den Kekes. Kekes. So. Das gut geht. Yes. Unentschieden. Wichtiger Punkt. Mann, 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 Mann. So. Leistung des Teams war heute super. Übertrieben. Muss nicht sein. Freude schwer zu beschreiben, oder? Oder ganz zufrieden. Ja, na klar. So. 15. Platz. Wir rutschen zwar ab, aber wir sind jetzt 6 Punkte vor dem Platz 18. Mann, 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 Mann. So. Letzter Spieltag. Bin mal gespannt, gegen wen wir da jetzt ran müssen. Ingolstadt. Okay. Ja. Aha. Kerkesch. Ja, der bleibt auf Ballgewinne. Das nächste ist dann hier Zweikampf. Den werden wir uns erholen. Bisschen ausgeliehen. Apata. Wahnsinn. Ja, lange Pässe soll der spielen können. Genau. Prima. Da schau an. Ja, der spielt in der zweiten Mannschaft, ne? Und hat jetzt eine Stufe mehr. Warum? Ja, weil er eben in der zweiten Mannschaft spielt. Deswegen können wir den lange jetzt abgeben. Normalerweise, ja. Aber es kommt ja kein Angebot mehr für den. Das ist das Problem. Meine Herren. Fußball wäre so einfach. Na, der macht jetzt bitte das nicht, sondern wir lassen mal den... Ja, der Wittmann ist auch schon so oft drin gewesen. Der Pater vielleicht nochmal, ja genau. Da freuen sie sich. So. Tabellen 8, na bravo. Wir machen wieder Standards. So. Persönliches, Weiterbildung. Letztes Spiel, ja. Gut. Haben wir jetzt den Langer? Der Lange ist auf der Transferliste. Ja, genau, das passt. Den Kunze haben wir da drauf. Den Simakala, wollen wir den wirklich da drauf lassen? Ich nehme den jetzt mal runter. Ja.
so. Den Kerker stimmt, ja, den werden wir verlängern. Der gefällt mir ganz gut. Option ziehen. Das machen wir dann nach dem Spieltag. Ja, Status-Meeting können wir machen. So, Ecken, Recken, ja, das passt. Freistöße. Ja, ich will da noch ein bisschen Zweikampf üben, wenn es geht. Zweikampf. Und Zweikampf. Und hier noch ein bisschen Technik. Hier oben machen wir mal Flanken. So. Eine harte Saison geht zu Ende. Mit Höhen und Tiefen. Junge, Junge, Junge. Ich weiß, es gibt andere Möglichkeiten, erfolgreicher zu sein. Ich spiele da so auf meiner Art und Weise, wie ich möchte. Oder wie ich mir denke, ich würde so spielen, wenn ich Real-Trainer wäre. Ja, wir bleiben so. Wir sind schon wirklich... Ja. Im Schnitt ein bisschen besser. Der Ibrahim, was ist mit da los? Oh, das Gelb-Rot. Ja, der ist gesperrt. Ja, super. Müssen wir jetzt mal den Kurzen reinbringen. Einzige Änderung. Ja, ansonsten passt es so. Ich möchte, warte mal. Ja, das passt schon so. Ja, jetzt sind die gelben Karten eh schon egal. Nee. So ist gut. Go! Ballbesitz, passt, wunderbar. Geht auch. Machen wieder Manndeckung. Genau. So, los geht's. Mir schon wieder zu viel. Eieieiei. Zu viel Ballgewinn. Das nervt mich. So, sind wir geiler. Ein hartnäckiges Pressing. Halt! Loben bitte.
Ja, und den Haupt. Wo ist er? Haut kann man auch mal loben. Ja, die kommen immer noch nach vorne. So, jetzt Konter, auf geht's. Das ist nicht so gut eigentlich, Konter. Boah. Meine Herren. Nee. Ja, jetzt kommt die 2-0. Das war's. Leider. So, wir wechseln nochmal. Geben wir mal noch den anderen eine Chance hier zum Abschluss. Würde ich sagen. Die nicht so oft gespielt haben. So. Und den Winkelmann noch. So. Das war's. Die Saison ist zu Ende. Ja. Puh. War knapp, aber gewonnen ist gewonnen. Also, ich meine, gewonnen in Bezug auf, dass wir unser Ziel erreicht haben. Jo! Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit in der Folge, da können wir jetzt noch ein bisschen schauen. Ja, so ein paar allgemeine Dinge machen, bevor die Saison zu Ende ist. Bachmann! Jawohl, steigert sich. Er bleibt auf Technik. Da. Aha, da schau an. Die zweite Mannschaft beliebt. 5,7. Tobias Reitmeier, auch der wieder nach oben. Klasse. Ja, wir trainieren hier weiter, würde ich sagen. So. Ich würde jetzt gerne bei dem Kerkesh die Klausel ziehen, wenn es geht. Oder nicht? Bleibt bei uns. Ja, sehr gut. Ja, da geht's. Bandenwerbung verlängert, ja, können wir machen. Hier noch ein bisschen hier üben. Und zwar machen wir hier bitte Technik. Dann machen wir hier Flanken, Kopfball.
wir das, genau. Dann machen wir hier nochmal Technik. So. Ach ja, was für eine Saison. Da kriege ich immer so wenig. Weißt du was? Ich lasse das einfach auslaufen. Zahl mir zu wenig, ganz einfach. Was wollt ihr denn? Du, der ist 19 Jahre alt. Unsere Transferrichtlinien und Vorgaben sind die, dass wir uns langfristig verbessern wollen, ne? Und hier steigern wollen. Also müssen wir einen 19-Jährigen auch durchaus mal halten in der dritten Liga. Tut mir leid. Also, ich weiß gar nicht, was sie wollen. Irre. Steigert sich auch, das ist gut. Auf der rechten Seite. Ja, weiter geht's. Weiterbildung. Genau, der fällt weg. Einer der Großen, ne? Warte mal, den Wiesenhof. Ja. So viel Budget haben wir denn eigentlich noch? 800.000 Vereinsbudget haben wir. Okay. Okay. Gut, weiter geht's. So, wir machen hier. Hier Zweikampf. Nee, dann machen wir hier bitte Einwürfe, genau. Das passt, Zweikampf. Gut, weiter geht's. Ja, die Wochen sind natürlich jetzt nicht mehr so attraktiv, aber es ist egal. Wir müssen erstmal schauen, dass wir weiter die Spieler verbessern.
nächste Woche. Geschichte machen wir mal wieder Standards, würde ich sagen. Nein, nicht den Jakob. Über den Kerkesh. Fanclub besuchen haben wir auch. Aber wir könnten so eine Party mal machen. Party für die Fans. Genau da, hier. Okay, weiter geht's. Ja. Das ist okay. Machen wir hier wieder Flanken. Kopfball. Dreimal Rückraum, dreimal kurz. Dreimal Strafraum, wenn es geht. Machen wir das da. Hier mal Konter. So. Nächste Woche. Na, eine Woche geht noch. Nächste Woche ist vorbei. Okay. Ja, was sollen wir trainieren? Flanken? Ballbehauptung. Soll man den Flanken üben, glaube ich eher. Ja. Jakob will mir Geld. 30 Jahre alt, mein Lieber. So schaut's aus. Ja. Genau. Das Doppelte. Logisch. Das kommt wieder raus, ne? Die Forderungen. Ja. Das glaube ich auch. So, weiter geht's. Ja, jetzt geht's ja nach vorne, jawohl. Und noch, wunderbar. Aha, Nachwuchsspieler 4,5. Das
So, nächstes, was wir machen werden, ist das da. Ja, eine Woche geht noch. Jetzt müssen wir aufpassen. Heißen. So, persönliches. Weiterbildung. Irgendeiner. Wo ist denn die Auslastung so hoch? Wo ist die so hoch? Da. Marketing, okay. Alles klar, weiter geht's. Freundschaft spielen. Nee, will ich nicht. So, jetzt müssen wir gucken. Hier bitte Abseitsfalle. Abseitsfalle. Letzte Woche in dieser Folge. Oha. Kommt Patrick Kurzen. Aha. Den haben wir ja auf der Transferliste. Ach Mann. Hier weiter, würde ich sagen. Fünf Punkte gewonnen, sehr gut. Hilft uns in unserer Trainerkarriere. Wie spielen wir ja? Wir sind nicht gebunden an den Verein. Wir spielen so lange bei Rödinghausen, bis sie uns rausschmeißen oder bis wir sagen, nee, wir kriegen ein interessantes Angebot aus der Bundesliga oder aus der zweiten Liga. Jakov steigert sich auch, aber momentan macht es richtig Spaß mit Rödinghausen. Mach mal Übersicht bitte. So, dann würde ich sagen, mach mal an der Stelle eine Pause mit dieser Folge und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder mit den letzten Wochen Tage in der Saison und dann geht's mit der nächsten Saison weiter. Ne? So, Achtung! Müssen wir aufpassen. Jakov. 30 Jahre, Stärke 6-0. Ja, den... Ja, den verkaufen wir. War super drauf, ne? Hat uns viel geholfen. 64 Spiele, 18 Tore. War ein super Kauf, aber wir müssen uns ja weiterentwickeln. Deswegen sag ich, wir sagen da Arrivederci, ne? Wir müssen mal hier was tun. Termin vereinbaren. Okay, na, das bleibt spannend, ne, in der Saison. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.